als dann dieser Arzt da mein Todesurteil gesprochen hat, da, wie gesagt, war es eher Ärger als Angst oder Verzweiflung. Der Ärger, dass ich mein Leben falsch eingeteilt habe. Wenn ich gewusst hätte, als sagen wir mal 20-Jähriger, dass mein Leben mit 39 zu Ende sein würde, dann hätte ich diese 19 Jahre anders aufgeteilt. Wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben sollte, wie er seine letzte Zeit verbringen sollte, also wer jetzt nicht mehr lange zu leben hat, würde ich ihm, glaube ich, auch empfehlen, mehr darauf zu achten, nicht unbedingt, was man macht, sondern wie man die Sachen macht, mit welcher Einstellung man die Sachen macht. Mit einem Freund macht Joachim Schoss eine Motorradtour durch Südafrika. Es ist sein letzter Urlaubstag. Der Unfall ist passiert an einem wunderschönen Samstagnachmittag. Strahlend blauer Himmel, 360 Grad blau. In einem eigentlich für einen Unfall unvorstellbaren Setting auf einer schnurgeraden Landstraße. Mein Freund fuhr voraus und es kam uns entgegen ein Bus und dahinter ein, wie sich später herausgestellt hat, betrunkener Autofahrer, der es eilig hatte und der den Bus überholen wollte. Weil mir die Erinnerung fehlt, weiß ich nicht, ob ich noch ausweichen konnte, jedenfalls nicht genug. Ich habe ja ein Riesenglück gehabt, dass er mein Motorrad nicht frontal erwischt hat, dann würden wir hier nicht mehr sprechen können, sondern in Anführungszeichen nur 10 cm von mir erwischt hat und eben frontal in mein rechtes Knie eingeschlagen ist. Also er hat das Bein auf der Straße abgerissen und durch den enormen Schlag bin ich noch mit der Schulter und dem Kopf auf sein Dach geschlagen, was mir die Schulter komplett zerstört hat. Zum Glück hatte ich einen Integralhelm an, der dabei auch kaputt gegangen ist, aber zum Glück ist mein Kopf heil geblieben. Joachim Schoss ist ein erfolgreicher Unternehmer, arbeitet 16 Stunden am Tag. Zeit für seine Familie bleibt wenig. Der damals 39-Jährige liebt Sport und Reisen, befindet sich auf dem Höhepunkt seines Lebens. Die Motorradtour steht für Lebensfreude und Freiheit. Dinge, die Joachim Schoss viel bedeuten. Jetzt kämpft er ums Überleben. Ja, neben all den Komplikationen, die ich schon hatte, eben Verlust des Armes, Verlust des Beines, totale Niereninsuffizienz, damit alle 2 Tage an der Dialysemaschine, was keine Freude ist, Embolie im linken Lungenflügel, ist dann auch noch mein rechter Lungenflügel kollabiert. Und dann das war mitten in der Nacht, dann haben sie versucht, das zu entfalten, das hat nicht funktioniert. Und dann hat der verantwortliche Arzt von den dreien, die da um mich rumstanden, gesagt, den kriegen wir nicht mehr hin. Und dann weiß nicht, ob eingeschlafen, aber auf jeden Fall vor meinem geistigen Auge habe ich mich in einem Tunnel, einem sehr warmen, willkommen heißenden, liebevollen Licht entgegenbewegt, was da so links oben über mir war, und bin dem auch immer näher gekommen. Und während ich dem näher kam, hat sich mein Leben vor meinem Auge abgespielt. Und zwar mein Leben nicht im Sinne von, was für tolle Erfolge ich gehabt habe, sondern wie meine Beziehungen gewesen sind. Was für ein Vater war ich, was für ein Ehemann, was für ein Bruder, was für ein Freund, was für ein Sohn, was für ein Chef. Nicht wie erfolgreich, sondern wie habe ich mich da verhalten. Und während das alles so an mir vorbeizog, kam ich dem warmen Licht immer näher, was sehr verlockend war und immer noch ist, was auch mir zum Beispiel absolut die Angst vor dem Sterben, wenn es denn dann wirklich eines Tages mal so weit ist, genommen hat, erschienen mir dann auch meine Kinder. Und meine Kinder waren komplett dagegen, wenn man das in diesem Zustand so nennen kann. Es wurde ja nicht gesprochen oder sowas, mehr wie ein Traum, waren ganz stark dagegen, dass ich diese letzten Meter da auf die andere Seite gehe, und haben mich quasi festgehalten.
Verrückterweise weiß ich, dass in dem Moment auch eine vierte Person in den OP reinkam. Und die Ärzte hatten schon aufgeräumt in der Zwischenzeit. Und diese vierte Person hat den Ärzten gesagt, hey, solange da noch Leben auf den Maschinen zu erkennen ist, habt ihr eine Verpflichtung, dieses Leben zu retten. Und dann haben die Ärzte diesen Versuch also nochmal unternommen. Und zu deren großen Überraschung hat das dann funktioniert. Und dann war ich wieder im Hier und Jetzt. Joachim Schoss verliert fast seine ganze rechte Körperhälfte. Wochenlang liegt er auf der Intensivstation. Es gibt ja hier die Rega, schwer Verunfallte mit einer fliegenden Intensivstation nach Hause holen kann. Die war am Samstag, also an meinem Unfalltag, informiert und wäre bereit gewesen, mich am Sonntag zurückzuholen. Und die Südafrikaner waren auch der Meinung, dass ich in Zürich besser behandelt werde als in Stellenbosch. Also alle waren bereit, aber ich musste transportfähig sein. Und man war der Meinung, dass ich transportfähig war, 2 Monate nach dem Unfall, wo ich noch 59 Kilo gewogen habe, die dann in die Schweiz zurückgeflogen worden sind. Joachim Schoss kommt nach Hause. Dass er lebt, grenzt an ein Wunder. Doch sein eigentlicher Kampf beginnt erst jetzt. Philipp Mickenbecker ist ein YouTube-Star. Der 23-Jährige lebt in einer kreativen WG zusammen mit seinem Zwillingsbruder und 3 Freunden. Ihr YouTube-Kanal The Real Life Guys hat über 1,3 Millionen Abonnenten. Das Motto der Jungs: Träume wahr werden lassen, verrückte Dinge bauen, Lebensfreude haben. Hi, wir sind die Real Life Guys. Ich bin der Philipp. Ich bin der Julius. Ich bin der Johannes. Wir haben dieses Jahr ziemlich viele krasse Sachen erlebt. Mit der fliegenden Badewanne zum Bäcker ist nur eine von vielen verrückten Ideen, die die Jungs mit ihren Followern teilen. Super, danke schön. Das Badewannen-U-Boot geht im Internet viral und macht die Jungs sogar international berühmt. Hier unten ist so still. Ich weiß nicht, wie tief ich bin. Vor allem im Moment versteht mich auch keiner und ich höre keinen. Mit ihrem Baumhaus erfüllen sich Philipp und seine Freunde einen Lebenstraum. Doch Philipp erlebt nicht nur diese schönen Momente. Mit 16 Jahren erkrankt er zum ersten Mal an Krebs. Er macht eine Chemotherapie, wird wieder gesund. 4 Jahre später kommt der Lymphdrüsenkrebs zurück. Diesmal lehnt Philipp eine Chemotherapie ab. Der Tumor verschwindet. Von allein. Aber im August 2020 ist der Krebs wieder da. Die Ärzte sehen die ganze Sache im Moment etwas zwiegespalten, weil sie auf der einen Seite mein klinisches Erscheinungsbild sehen und sagen, okay, dem geht's gut, der ist eigentlich nicht krank. Medizinisch gesehen sieht's aber ganz schlecht aus. Also ich müsste eigentlich schon längst gestorben sein. Ich habe jetzt vor 4 Monaten gehört, dass ich noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben habe. Habe im Moment so eine Wassereinlagerung am Herzen, weshalb ich angeblich jederzeit irgendwie tot umfallen könnte, wie an einem Herzinfarkt, oder schon längst tot umgefallen sein müsste. Aber mein Arzt schaut mich jedes Mal an und sagt so, er weiß auch, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Diesmal sei der Krebs nicht mehr heilbar, sagen die Ärzte. Für Philipp, dessen Leben gerade so läuft, wie er es sich immer gewünscht hat, ein Schock. Ich bin eigentlich kein Mensch, der nie Angst hat. So. Mir wird es manchmal gesagt in den Videos, dass ich ja immer so verrückte Sachen mache. Ich habe immer dann keine Angst, wenn ich weiß, dass ich alles unter Kontrolle habe. Also das heißt zum Beispiel beim U-Boot habe ich so viele Sicherheitsvorkehrungen, dass ich deshalb keine Angst habe.
Jetzt bei der Krebsdiagnose war es tatsächlich beim zweiten Mal so, dass ich gemerkt habe, ich habe nichts mehr in der Kontrolle. Da habe ich eine ganz krasse Existenzangst so bekommen, weil man sein Leben nicht planen kann. Ja? Wenn jederzeit der Tumor wiederkommen kann, kann man keine Beziehung eingehen, ja? Kann man keinen Kredit aufnehmen. Ich will es ja niemandem zumuten, dass dann andere an meiner Krankheit irgendwie zu leiden haben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig krass Angst gespürt habe. Eine Chemotherapie könnte sein Leben verlängern, aber nicht mehr retten. Philipp lehnt eine Behandlung bewusst ab. Ich habe tatsächlich das erste Mal die ganze Chemotherapie durchgemacht, da war ich 16 Jahre alt. Für mich war die ganze Zeit wie ein richtiger Albtraum. Also das ist wie, man muss sich vorstellen, wie als hätte man durchgehend Kater, aber einen richtig heftigen Kater, den schlimmsten, den ich damals erlebt hatte oder bis heute erlebt hatte. Und zwar, dass man durchgehend Kopfschmerzen hat, man muss sich übergeben und es wird nicht besser. Also das, man merkt einfach, wie das seinen Körper aufzehrt und wie dir das auch wirklich die komplette Lebensenergie nimmt. Seit 7 Jahren setzt sich Philipp mit dem Tod auseinander. 2018 stirbt seine Schwester Ellie mit 17 Jahren bei einem Absturz mit einem Leichtflugzeug. Joachim Schoss' Ehe geht nach dem Unfall in die Brüche. Er verkauft seine Unternehmensanteile, verliert einen Teil seiner Identität. Ohne seine Familie hätte er die schwierige Zeit nicht geschafft. Meine zu der Zeit 3 kleinen Kinder, haben, denen verdanke ich mein Überleben. Wenn die nicht da gewesen wären, wäre ich gerne weitergegangen zu diesem warmen, liebevollen Licht. Und der Liebe meiner Geschwister, meine Schwester ist zum ersten Mal in ihrem Leben geflogen und das dann gleich nach Südafrika, um mich potenziell ein letztes Mal zu sehen und insbesondere auch der Unterstützung der vielen Freunde. Ich habe über 200 handgeschriebene Briefe nach Südafrika bekommen. Das alles hat mir sehr viel Mut gemacht und hat mich sehr aufgebaut. Ich glaube auch, hört sich jetzt vielleicht komisch an, Beten hilft. Also ich habe in meiner Misere dort unten gespürt, wenn Menschen in Europa positiv an mich gedacht haben. Klaus Lieb vom Institut für Resilienzforschung untersucht, was Menschen in Krisen hilft. Ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist zum Beispiel die soziale Unterstützung, also Menschen, die in so einer Krisensituation auf Personen zurückgreifen können, die sie unterstützen, die ihnen Mut machen, die ihnen helfen in der Situation, kommen besser durch die Krise. Und das ist ganz einfach zu ermitteln, einfach über die Frage, wie viele Personen kennen Sie in Ihrem Umfeld. Und je mehr Menschen genannt werden können, die auch in schwierigen Situationen zu einem stehen, umso besser ist die Fähigkeit, auch mit so einer Krisensituation umzugehen. Familie und Freunde fangen Joachim Schoss auf. Doch er hadert mit seinem Körper. Ich kann mich daran erinnern, als ich da so ein Häufchen Elend und als halbes Hühnchen nach Europa zurückgekommen bin, dass ich schon mit der nachlassenden Attraktivität als Mann zu tun gehabt habe und mich unglaublich gefreut habe, wenn ich im Auto saß, an einer Ampel in der typischen Szene neben einem eine hübsche junge Frau am Steuer und man einen Ampelflirt noch machen konnte, weil die nicht sehen konnte, wie mein Körper unterhalb des Halses aussieht. Sport war für ihn früher eine Leidenschaft. Heute muss er trainieren, um seinen Körper zu stärken. Mit dabei sein Sohn Alex. Zum einen fahre ich öfter mit einem Freund um den Zürichsee. So für die alltägliche Fitness und mindestens einmal im Jahr, gerne zweimal im Jahr, fahre ich auf dem Tandem, also hinten drauf, weil vorne kann ich lenken gleichzeitig, mit meinem Bruder so 1000 Kilometer durch Europa, was mir sehr viel Freude macht. Wenn der Körper asymmetrisch ist, dann tut man gut daran, Sport zu treiben, um zu erhalten, was noch da ist. Und ich nenne das ja auch reduced to the max,
gab das mal als Smart-Werbung. Aber weniger möchte ich jetzt auch nicht mehr. Also ich sollte den einen Arm und das eine Bein schon noch brauchbar halten für die nächsten 40 Jahre. Sonst bin ich im Rollstuhl. Eigentlich wollten wir doch einen Sixpack sehen. Also ich nehme ihn immer als Inspiration, wenn ich mich nicht so gut fühle. Und wenn man zum Beispiel keine Lust zum Aufstehen hatte, habe ich mir überlegt, es gibt andere in der Familie, die es viel besser meistern. Und das war echt so, also hat mich oftmals aus dem Bett gebracht, wenn ich eigentlich keine Lust gehabt hätte. Für seine Familie ist Joachim Schoss der Fels in der Brandung. Denn er hat nie aufgegeben. Als Philipp zum dritten Mal die Worte Krebs und unheilbar hört, spürt er die Zäsur in seinem Leben. Er besinnt sich auf das, was ihm wirklich wichtig ist. Ja, ich glaube definitiv, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden wäre, wenn ich nicht diese Diagnosen gehabt hätte. Gerade als YouTuber und wenn man da so auf der Laufbahn, da gibt es ja kein Ankommen, da gibt es ja kein Ziel, was man erreichen kann. Ich glaube, dass ich mittlerweile meine Prioritäten ganz anders setze. Also, dass ich auch das Leben mit ganz anderen Augen betrachte, ja, dass mir Dinge viel, viel mehr bedeuten. Zum Beispiel Freundschaften, Beziehungen sind mir viel wichtiger, als jetzt irgendwie ein teures Auto zu fahren oder sowas. Und ich glaube, wenn man da in dem YouTube-Business ist, ist es eine große Gefahr, dass man da halt schnell abrutscht und nicht mehr die Augen fürs Wesentliche hat. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt auf der Reise nach Island. Philipp weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Mit seinem Zwillingsbruder und seinen besten Freunden reist er in einem selbst umgebauten Bus auf die Insel der Trolle und Geysire. Wir haben leider gerade jemanden verloren, weil wir einfach so viele Leute sind und es ist jetzt gerade aufgefallen. Wir sind gerade so 100 Meter gefahren. Jossi, du bist verloren gegangen. Ja, ich bin wieder da. Wir haben hier gerade unseren Kartoffelsack gepflegt und zwar wollen wir den gleich hier in die heiße Quelle hinter uns reinhängen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir nachher essbar sind oder ob wir einfach richtig ewig springen. Kann jemand googeln, wie lange die Kartoffeln im Geysir brauchen? Ein bisschen länger ging sogar. Halt findet Philipp nicht nur bei seinen Freunden, auch im Glauben. Auf Island hat er eine besondere Begegnung. In Island war es tatsächlich so, dass es mir manchmal richtig schlecht ging. Und an dem Abend, das war der letzte Abend, wo meine ganzen Freunde noch dabei waren. Und da bin ich so rausgelaufen und mir ging es richtig, richtig schlecht. Also ich habe richtig Schmerzen gehabt, auch beim Laufen, beim Atmen. Und bin rausgelaufen, habe so einen richtig schönen Sonnenuntergang gesehen und habe irgendwie so gebetet und habe wirklich so zu Gott gesagt, ey Gott, soll ich meine Beerdigung jetzt vorbereiten? Und dann hatte ich irgendwie ganz krass den Gedanken gehabt, so, ich mache dich gesund, aber du kannst mich da um Zeichen fragen, weil ich halt, wie gesagt, ein sehr realistischer Mensch bin. Und wenn mir ein Arzt sagt, du wirst sterben, dann glaube ich das auch. Wenn mir Gott sagt, ich werde leben, dann glaube ich das auch. Ja? Aber das muss mir dann Gott auch so sagen, dass ich das irgendwie greifen kann. Ja? Ein Arzt spricht ja auch mit mir. Ich höre Gottes Stimme jetzt nicht so wie die Stimme von einem Arzt. Und dann war es halt wirklich so, dass ich meine Bibel aufgeschlagen habe und da nochmal sowas gelesen habe. Da stand, fordere von mir, dem Herrn, ein Zeichen am Himmel. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Und ich habe mir so gedacht, das kann kein Zufall sein, dass ich jetzt die Bibel da aufschlage und das lese. Und habe dann halt wirklich gesagt, ey Gott, wenn du mich heilen willst, diesmal ohne Chemo, ohne Ärzte, einfach nur durch deine Kraft, wenn ich mich darauf verlassen kann, ich habe es ja schon mal erlebt, dann gib mir Polarlichter. Und es war irgendwie so, dass ich da selber gar nicht dran geglaubt habe irgendwie und bin dann zurückgelaufen zum Campingplatz und habe mir gedacht, ey Philipp, du bist so blöd, warum hast du schon wieder so eine dumme Frage gestellt, wieder so ein blödes Gebet, natürlich werden jetzt keine Polarlichter kommen und dann denkst du, du stirbst jetzt irgendwie auf irgendeine grausame Art und Weise. Und genau wo ich diese Gedanken hatte, ist bei mir jemand reingekommen, ich saß da gerade auf der Toilette oder in meiner Toilette und hat geschrien, Philipp, komm raus. Draußen sind Polarlichter. Und ich kam halt raus und am Himmel war ein riesiger Polarlichtbogen. Ja, unglaublich schön.
Also von der Theorie gibt es das nicht. Und doch aber sehen wir es eindeutig, vor allen Dingen da links oben. Ja, das ist schon unfassbar. Also es geht gerade richtig ab. Irgendwie ist es überhaupt nicht die Jahreszeit und es kann auch nicht möglich sein. Aber wir sehen freaking Polarlichter. Das hat mich unglaublich motiviert und mir irgendwie so gezeigt, ey, Gott hat dieses Gebet gehört. Meine Freunde sind mir extrem wichtig jetzt in der ganzen Zeit. Die unterstützen mich da auch richtig krass und ermutigen mich auch und bestärken mich auch immer daran, dass es einfach das Richtige ist, was ich im Moment mache. Das bedeutet mir unglaublich viel, auch dass mein Bruder immer da ist und einfach zu mir hält und Zeit mit mir verbringt. Das bedeutet mir echt unglaublich viel. Tatjana Schnell beschäftigt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit dem Sinn im Leben. Nach Traumata berichten Menschen, die daran gewachsen sind, dass sie eine neue Stärke entwickelt haben. Und das ist eine spannende Stärke, nämlich eine Paradoxe. Wir verstehen unter Stärke im Allgemeinen, ich bin besser als andere. Und wenn ich da bin, dann kriege ich euch schon weg. Aber das ist eine Stärke, die, wie diese Menschen berichten, dadurch entsteht, dass sie spüren, dass sie verletzbar sind. Dass jederzeit wieder etwas passieren könnte. Dass auch der Tod etwas ist, was jederzeit geschehen könnte. Das heißt, diese Verletzbarkeit ist es, dass sie die sie stark macht. Also eine Stärke durch Verletzbarkeit. Und wenn wir diese Art von Stärke eher leben, dann ist das für uns ein anderes in der Welt sein und sicherlich auch ein anderes Miteinander, weil wir so auch eher zu Empathie bereit sind. Joachim Schoss hadert nicht mit seinem Schicksal. Er versucht, negative Gedanken ins Positive zu wandeln. Ich war mal in London, 2, 3, 4 Jahre nach dem Unfall, und bin da gefragt worden, ob es eine Kriegsverletzung wäre, die ich habe. Wo man in der Schweiz, die Frage wird einem in der Schweiz ja logischerweise nicht gestellt, aber die Briten kämpfen ja deutlich mehr. Habe das in dem Moment zwar verneint, logischerweise, aber habe dann darüber nachgedacht, weil dann das so mit einer Anerkennung verbunden war. Zwischen den Zeilen hieß es eigentlich, bist du ein Kriegsheld. Und dann habe ich gedacht, warum betrachte ich mich nicht eigentlich als Held? Warum sollte man sich als Krüppel sehen, weil man einen Arm und ein Bein verloren hat? Man kann ja auch sagen, so wie ich damit umgehe und so wie ich das gemeistert habe, eigentlich ist das heldenhaft. Und dann habe ich im Kopf einen Schalter umgelegt und habe gesagt, so, ich betrachte mich jetzt als jemand, der heldenhaft mit dieser Situation umgegangen ist und gehe wieder aufrechter und stolz. Und ich habe zum Beispiel eine Armprothese, die aber außer optisch keinen großen Nutzen hat. Die trage ich auch bewusst nicht und trage auch meine Behinderung mit einem gewissen Stolz, so will ich das mal sagen. Positives Denken und Optimismus sind ganz klare Resilienzfaktoren, also Menschen, denen es gelingt, einfach optimistischer in die Zukunft zu schauen. Das sind auch Menschen, die sich eher zutrauen, dass eine Belastung eben eine Herausforderung ist und nicht etwas, was mich sozusagen nach unten zieht. Also das ist wieder der Bewertungsprozess. Also wenn ich glaube, dass ich in der Lage bin, etwas zu bewältigen und das gut zu machen, dann werde ich diesen Stress positiv und optimistisch angehen, als wenn ich gleich denke, oh Gott, das ist für mich überhaupt nicht bewältigbar. Also diese Einstellung ist wichtig und sie kann auch befördert werden und es kann auch, glaube ich, jeder wirklich trainieren, indem man einfach versucht, umzudenken und zu überlegen, ist diese Herausforderung vielleicht nicht etwas, was mich weiterbringt, als statt zu denken, es ist nur etwas, was mich runterzieht. Hallo, mein Schatz. Joachim Schoss gründet die Stiftung My Handicap, die beeinträchtigte Menschen unterstützt. Über das Internetportal werden unter anderem Experten für Wohnen, Reisen und Lebenshilfe vermittelt und es gibt eine Jobbörse. Heute ist Joachim Schoss glücklich verheiratet. Seine Frau hat er nach dem Unfall kennengelernt. Er sagt,
Er habe sich zu einem besseren Menschen entwickelt. Also zum einen bin ich viel, viel entspannter. Ich habe meine Prioritäten sehr stark geändert. Heute ist die erste Priorität eben meine Familie. Ich optimiere eigentlich nichts mehr für mich selber, sondern ich optimiere für die Familie, für die Welt. Und ja, ich denke, dass ich auch ein angenehmerer Zeitgenosse geworden bin im Vergleich zu dem sehr durchsetzungswilligen und durchsetzungsfähigen jungen Mann, der ich bis zu meinem Unfall gewesen bin. Hat er den Unfall gebraucht, um empathischer zu werden? Leider ja. Das ist zwar sehr, sehr schade. Und die Botschaft ist vielleicht an alle, die auch so einen Unfall brauchen. Ich glaube, man kann das intelligenter machen, als durch die Abgabe eines Armes und eines Beines und 75% seiner Nierenleistung. Ich glaube, man kann auch durch Nachdenken dazu kommen, zu den Schlüssen, zu denen ich durch diesen Unfall leider erst gekommen bin. Philipp ist am liebsten in der Natur und möchte noch die ganze Welt bereisen. Er möchte an Hilfsprojekten teilnehmen und andere unterstützen, mit seinem Bruder und seinen Freunden. Ich habe noch ganz viele Träume in meinem Leben. Also ich würde gerne noch mal nach Afrika fahren mit unserem Bus, den wir jetzt ausbauen. Dann in Israel da tauchen gehen mit dem U-Boot und in Ägypten. Also wir haben noch ganz, ganz viele Pläne und Träume, habe ich auch noch ganz viele. Es gibt auch vieles in meinem Leben, was ich noch nicht erreicht hatte, was ich noch gerne machen würde. Trotzdem ist es bei mir jetzt nicht so ein Krampf, dass ich sage, okay, ich muss jetzt ganz schnell noch in den nächsten 2 Wochen das und das alles umsetzen, weil ich eben da auch so komplett die Kontrolle irgendwie abgeben kann und sage, okay, wenn Gott das jetzt für mich noch auf der Erde vorhat, dann erlebe ich es auf der Erde. Wenn nicht, dann werde ich nachher im Himmel halt auch noch schöne Sachen erleben. Ich stelle mir den Himmel nicht langweilig vor und so. Und von daher habe ich da gar keinen Stress. Philipp hat auf seinem YouTube-Kanal über seine Krankheit gesprochen und hat dort nach der 3. Diagnose auch seine vorerst letzten Worte hinterlassen. Was ich euch auf jeden Fall auch mitgeben will, und ich glaube, dass mir das sogar noch ein bisschen wichtiger ist, ist wirklich meine Hoffnung, weil ich glaube, dass es für jeden einfach viel, viel leichter ist, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Vielleicht sogar für euch, wenn ihr das jetzt mitbekommt oder wenn ihr selber mal in so einer schweren Situation seid. Wenn man weiß, dass es nach diesem Leben weitergeht und dass es hier nicht direkt vorbei ist. Und ich muss auch sagen, dass das wirklich mein größter Trost ist, dass ich weiß, ich werde alle meine Freunde hoffentlich wiedersehen. Meine Schwester werde ich wieder treffen. Und dass ich mittlerweile so fest davon überzeugt bin und so krasse Dinge einfach erlebt habe, wie ihr auch in den anderen Videos sehen könnt, dass ich 100% daran glaube und irgendwie weiß, dass das Leben hier nicht zu Ende ist, sondern dass es danach wirklich weitergeht. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns alle dann in der Ewigkeit wiedersehen, falls es hier mein letztes Video ist. Und freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, dann bis bald. Ciao. Alles hat sich danach bestens gefügt, dass ich eine fantastische Frau kennengelernt habe nach der Trennung von meiner damaligen Frau, dass ich noch 4 wunderbare Kinder bekommen habe. Ich bin ein glücklicher Mensch und die letzten 18 Jahre waren mindestens so glücklich wie die 18 Jahre zuvor. Die glücklichsten Jahre meines Lebens waren nach meinem Unfall.